Hallo, hier ist Achim Weidner, Ihr Stadtverordneter in Rüsselsheim. Motto: fraktionslos, aber nicht ideenlos. Heute will ich interessierte User durch meine Internetseiten führen, insbesondere die, die Informationen für interessierte Bürgerinnen und Bürger über die Kommunalpolitik in Rüsselsheim beinhalten. Wenn Sie also Interesse haben, dann können Sie entweder jetzt das nachvollziehen, was ich jetzt hier anklicke, oder Sie beginnen Ihre Recherche auf Google, indem Sie in die Eingabemaske, sozusagen in Ihrer Interaktion mit der Google-Datenbank Achim Weidner Stadtverordneter eingeben. Ist er sofort da und dann finden Sie hier die ersten Einträge und beginnen möchte ich mit meiner Homepage Achim Weidner Stadtverordneter. Das ist ein Blog auf WordPress. Der Vorteil von WordPress ist, die Inhalte, die hier zu finden sind, das sind ja diese verschiedenen Artikel, können hier mit einer Volltextsuche erschlossen werden. Also wenn Sie beispielsweise Haushalt eingeben, dann werden durch die Suche alle Artikel gleich aufgelistet, die sich mit dem Thema Haushalt in den zurückliegenden Monaten beschäftigen. Wichtig an meiner Homepage ist, dass diese Inhalte, die hier hinterlegt sind, auch wunderbar in Google zu finden sind, sodass man sagen kann, dass hier ein Online-Archiv über meine Aktivitäten aufgebaut ist. Hier auf der rechten Seite finden Sie Social-Media-Elemente. Das ist der Link zur Facebook-Seite. Hier können alle Facebook-Interessierten die Seite facebook.de Achim Weidner Stadtverordneter aufrufen. Hier gibt es aktuelle Informationen, beispielsweise den Brief von Stadtrat Kraft an den Kollegen Schneckenberger im Zusammenhang der Zukunft der Jugendverkehrsschule und so weiter und so fort. Hier sind Veranstaltungen hinterlegt, Informationen, Fotos, Veranstaltungen. Hier werden findet auch der Austausch statt mit den Facebook-Usern, die Facebook als Kommunikationsplattform nutzen. Des Weiteren gibt es hier einen Twitter-Account. Twitter hat den Vorteil, dass die Nachrichten, die hier veröffentlicht worden sind, auch in Echtzeit in den Suchmaschinen hinterlegt sind. Und es gibt auch einen Link hier auf mein Google Plus Konto, das auch den Vorteil hat, dass alle Informationen, die auf der Homepage veröffentlicht worden sind, auch direkt in der Suchmaschine veröffentlicht werden, sodass die Informationen, die ich einspiele, auch sofort dem interessierten Publikum zu allen Themen in Rüsselsheim zur Verfügung stehen. Auf meiner Homepage hatte ich im letzten Jahr zur Haushaltsberatung hier meine Bürgercloud eingerichtet. Diese Bürgercloud beinhaltete alle Dokumente, die es mit dem Haushalt, die es zum Haushalt gegeben hat. Also hier waren Anträge oder sind Anträge hinterlegt zu den Anträgen der Fraktionen, zur Stadtentwicklung, Dokumente des Magistrats, Presseerklärungen. Auch ganz wichtig hier 97 Dokumente über den Investitionsstau an den Rüsselsheimer Schulen. Eine andere Sache, die ich empfehlen kann, findet sich unter den Themen Links. Dort gibt es wiederum die Links auf meine Social Media, Links Facebook, aber auch zu Themen wie City Cloud, die Homepage der Stadt Rüsselsheim, zum Gremienportal. Und ganz neu im Programm sind hier Karten über Rüsselsheim, die ich mal immer in Zusammenhang mit Fragestellungen entworfen habe. Beispielsweise Schulen in Rüsselsheim. Das ist eine Karte, die alle Rüsselsheimer Schulstandorte zeigt. Alle Rüsselsheimer Schulstandorte, zum Beispiel hier Dokumente zur Begehung der Gerhard-Hauptmann-Schule live einspielt und hier dann auch die Stellungnahmen der GEW mit den Links zu den Schulentwicklungsplänen, zur Schulbegehung, die Schulentwicklungsplanung neu. Hier sind alle Links zu allen öffentlichen Dokumenten hinterlegt. Oder hier die Übersicht über den Investitionsstau. Wenn man also hier auf das Gremium geht, kommt man zum Schulausschuss. Und hier findet man alle 97 Dokumente, die für das Thema Schule und Schulentwicklung in Rüsselsheim relevant sind.
Eine andere Seite ist natürlich die Frage, wer ist denn Stadtverordneter in Rüsselsheim? Ich habe mir mal die Mühe gemacht, nach Farbe, Gesinnung hier im Stadtgebiet die Damen und Herren, die lieben Kollegen hier aufzulisten. Zum Beispiel sieht das so aus. Hier finden Sie ein Bild von mir mit den wichtigen Informationen hier zu meiner Homepage, zu meinen Facebook-Seiten. Aber hier auch eine Beschreibung. Das ist der direkte Link zur Datenbank der Stadt Rüsselsheim. Und diese Links sind bei allen Kollegen hier eingetragen, hier zu der Partei, zur Facebook-Seite zum Beispiel von der Kollegin Teubler. Das gibt es aber auch für die Christdemokraten, die sind auch hier aufgelistet. Die Linke ist aufgelistet, sind sozusagen alle Farben hier versammelt auf dieser Karte. Und so kann man dann mal sehen, welcher Stadtverordneter bei Problemen denn in der Nähe wohnt. Hier der Karakaya, der Kollege der Jankatsch. Hier gibt es auch die Links zu den Tagesordnungen der Stadtverordnetenversammlung. Ich denke, das ist auch ein gutes Beispiel, wie das Internet genutzt werden kann für die Bereitstellung guter Informationen. So, das war auf die Schnelle mal ein Überblick über meine Homepage, also stadtverordneter.wordpress.com, so kommt man dahin. Aber noch einfacher ist es, direkt über die Suchmaschine Google Achim Weidner Stadtverordneter einzugeben und dann auf den Link Stadtverordneter gehen, und dann findet man alle Wege über die Homepage, über Facebook, über Twitter und über Google Plus zu Achim Weidner Stadtverordneter. Dies war der erste Beitrag im Rahmen meiner Sommeraktivitäten. Der nächste Beitrag kommt bestimmt an dieser Stelle. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend, bis später.